Hallo meine Lieben und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Lesemonat. Der Juni ist bei mir mit drei Büchern gestartet, die ich allesamt gut fand. Allerdings keins davon hat 5 Sterne bekommen. Ich starte mal mit einem Rezi-Exemplar. Das ist Der Morgen davor und Das Leben danach von Anne Napolitano. Da habe ich mir so viel von versprochen und ich bin nicht komplett begeistert. Es ist immer noch ein gutes Buch. Ich habe jetzt 3,5 oder 4 Sterne vergeben. Ich bin immer noch so ein bisschen am Schwanken. Aber trotzdem hätte ich mir vom Klappentext und allem mehr erwartet. Dieses Buch ist im Diana Verlag erschienen, jetzt auch ganz frisch erst im Mai. Und ich hatte das Gefühl, das könnte eine sehr intensive Geschichte werden. Wir lernen nämlich den 12-jährigen Edward kennen, der mit seiner Familie am Flughafen steht und in ein Flugzeug steigen wird. Und Edward beginnt ein neues Leben, kann man sagen. Denn seine Mutter hat eine neue Stelle, und zwar in LA. Dorthin soll dieser Flug also gehen. Und das ist für die ganze Familie ein Neustart und eine neue Wohnung wartet auf sie. Edward hat einen älteren Bruder, den er sehr liebt, der aber ihm auch den letzten Nerv kostet oft, dem er aber auch nacheifert und der am Flughafen auch schon zeigt, dass er ein sehr eigenwilliger und eigensinniger Jugendlicher ist. Und Edward ist so ein bisschen zurückhaltend, ziemlich pubertär, noch sehr schlaksig, fühlt sich noch nicht wirklich wohl in seiner Haut. Und ja, man lernt diese Familie rund um Edward dann am Flughafen kennen. Ebenso lernen wir sehr viele andere der Passagiere dieser Maschine kennen. Und es ist kein Geheimnis, dass dieses Flugzeug nicht in LA landen wird, denn es stürzt ab. Und Edward ist der einzig Überlebende dieser Katastrophe. Inspiriert wurde die Autorin hier von einem echten Fall. Es ist ein 9-jähriger Junge gewesen, der in den Niederlanden so einen Absturz überlebt hat. Und sie hat sich die Frage gestellt, als sie davon las, wie das Leben des Jungen denn wohl weitergegangen ist nach dieser absoluten, völligen Katastrophe, seine komplette Familie zu verlieren. Und was sie auch getan hat, ist, sich von verschiedensten Flügen, zum Beispiel einem Air France-Flug, die Blackbox-Nachrichten anzuhören, die gefunden worden sind, von Flügen, die in so einer Katastrophe geendet sind. Und was ich sagen kann, ist, dass ich das Buch weniger intensiv fand als gedacht oder sogar auch befürchtet. Ich habe das Gefühl gehabt, dass hier eine sehr, sehr tiefe Geschichte mit sehr viel Trauerarbeit auf mich warten wird. Edward macht es aber leichter, dieses Schicksal mit anzusehen oder mitzulesen. Ich finde, dass die Autorin das sehr respektvoll behandelt hat. Das ist kein reißerischer Roman, das ist kein Actionroman, wo wir diese Katastrophe jetzt in jeglicher kleiner Szene erzählt bekommen. Es ist ein absolut charakterstarker Roman. Der Fokus liegt auch auf den Charakteren. Und ich habe zwischendurch immer gedacht, warum lerne ich jetzt die anderen Passagiere hier alle kennen? Es geht doch vorwiegend um Edward und seine Familie. Aber wir haben so viele Schicksale, die hier in diesem Flugzeug vereint sind. So viele Geschichten, die hier vereint sind. Die alle am Schluss in einem großen Ganzen münden. Und Edward ist die Schlüsselfigur, natürlich. Der ist der Einzige, der überlebt hat. Er ist der Einzige, der Angehörigen, auch der anderen Passagiere, irgendwie Mut macht. Und ja, so eine Galionsfigur ist der einzig überlebende Junge dieser Katastrophe. Und ich finde das sehr gelungen erzählt, dass die Autorin uns immer wieder in dieses Flugzeug blicken lässt, in die Stunden oder ja Momente vor diesem Unglück, bevor überhaupt den Passagieren bewusst wird, dass hier dieser Flug anders ist als erwartet. Und wir haben sehr viele Monate danach immer Edwards Perspektive und das wechselt hin und her. Wir sind immer wieder bei Edward danach und dann wieder vor der Katastrophe. Und das macht sie geschickt, dass man von diesen einzelnen Schicksalen immer wieder ein bisschen mehr erfährt, ein bisschen mehr berührt wird und dann Edward im Nachgang aber auch erlebt, wie er das verarbeiten muss. Er muss sich selbst wiederfinden, seinen Glauben an das Leben wiederfinden, die Frage für sich selbst beantworten, warum bin ich derjenige, der überlebt hat und niemand anders, zum Beispiel mein
unheimlich talentierter Bruder, zu dem ich immer aufgesehen habe. Er muss vieles verarbeiten und das macht die Autorin sehr respektvoll mit dem Umgang mit dieser Katastrophe eben. Was ich an dem Buch bemängele, das ist nicht viel, aber ich finde, man ist nicht so nah dran an Edward. Man ist nicht so tief in ihm drin. Er macht es mit seiner Art, einem etwas schwer, richtig tief einzusteigen. Und da bleibt das Buch dann doch ein wenig an der Oberfläche. Aber ich finde trotzdem, ist es ein sehr lesenswertes Buch, ein Buch mit natürlich einer sehr tragischen Thematik. Und der, was halt die Frage aufwirft, bin ich ein guter Mensch? Was bleibt von mir, wenn ich von heute auf morgen nicht mehr da wäre? Und wie vor allem kann dieser schwer traumatisierte und verletzte Junge ins Leben zurückfinden? Und darum kann ich eine Leseempfehlung aussprechen, auch wenn es kein 5-Sterne-Buch für mich war. Dann habe ich ein Buch gehört als Hörbuch, was ich tatsächlich auch als physisches Buch hier bei mir hatte, von Martha Orioles, Der Moment zwischen den Zeiten. Das Buch habe ich irgendwann mal bei Tauschticket ertauscht und ich fand das Cover sehr ansprechend und auch die Thematik gefiel mir gut. Und zwar geht es um Paula, die ist 42 Jahre alt, ist Kinderärztin und steht mitten in ihrem Berufsleben, hat einen langjährigen Freund, der heißt Mauro, und Paula und Mauro gelten nach außen hin eigentlich als ein ziemlich perfektes Paar. Das Einzige, was Paula und Mauro so ein bisschen zu schaffen macht, ist die Langeweile oder die Eintönigkeit, die nach langen Jahren in so einer Beziehung aufkommen kann. Und Paula ist Kinderärztin auf der Frühgeborenenstation und dieser Alltag ist ihr Rettungsanker. Denn ganz zu Beginn wissen wir schon, dass Mauro bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen ist und Paula nach außen hin die trauernde Witwe, sie war nicht verheiratet, aber zurückgebliebene Lebensgefährtin ist. Was keiner weiß, ist, dass Paula und Mauro sich kurz davor, vor diesem Unfall, getrennt hatten. Und das ganz plötzlich aus der Sicht von Paula. Mauro hat ihr nämlich eröffnet, dass er eine andere Frau liebt und dass er sie verlassen wird. Und sie sind natürlich fassungslos und auch in unausgesprochenem Streit sind sie auseinandergegangen und Paula hat das überhaupt noch nicht begriffen, als die Nachricht kommt, dass Mauro verunglückt ist. Und sie flüchtet sich jetzt danach in diese Arbeit auf dieser Kinderfrühchen-Intensivstation und möchte es niemandem sagen, dass sie eigentlich verlassen wurde von Mauro und dass er eigentlich nicht der Mensch ist, um den jetzt alle trauern. Und das war eine sehr spannende Ausgangssituation. Ich konnte mit Paula oft mitfühlen. Ich habe aber auch so meine Kritik an ihrem Verhalten gehabt. Ich habe mich immer wieder gefragt, warum sagt sie ihren besten Freunden und den Familienmitgliedern nicht, was sie wirklich da betrauert. Denn sie hat nicht nur diesen Mann zu betrauern, sondern auch diese Beziehung, die er zum Schluss ihr vor die Füße geworfen hat. Ja, und diese doppelte Trauer, die spiegelt sich in Paula immer wieder. Ich habe beim Lesen an einer Stelle die Hoffnung gehabt, dass Paula etwas tut, um ja etwas für sich selbst zu tun, um mit Respekt und Würde diese Beziehung, die da kaputt gegangen ist, auch wirklich ad acta legen zu können, um dann nur noch um diesen Mann trauern zu können. Aber Paula hat sich anders entschieden, als ich mich entschieden hätte. Und da kann ich der Autorin keinen Vorwurf draus machen. Es ist einfach meine ganz persönliche eigene Meinung, dass ich finde, dass Paula hier einen riesengroßen Fehler begangen hat. Aber so ist das Buch und so ist das Leben, dass Menschen auch sich anders entscheiden, als ich es vielleicht gerne hätte. Darum wegen diesem für mich falschen Weg, den Paula eingeschlagen hat, das müsst ihr natürlich dann selber lesen, wovon ich hier so kryptisch spreche, ist das für mich ein Buch, was bei 3,5 Sternen gelandet ist, lesenswert, aber kein absolutes Highlight. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist eins, was ich
noch nicht wirklich genau weiß, wie viele Sterne ich vergeben soll. Es ist Die Stille des Meeres von Donald Ryan. Das habe ich vom Diogenes Verlag zum Rezensieren bekommen. Nochmal ganz lieben Dank dafür. Ist auch jetzt frisch im Mai erschienen. Ich wollte unbedingt wissen, was in dieser Geschichte steckt und vor allem das Setting Irland spüren. Ich habe Irland bekommen, allerdings nicht so, wie ich gedacht hätte, dass wirklich Irland mit seiner Landschaft und seinem Ambiente hier eine Rolle spielt. Die Geschichten spielen in Irland, ja. Es gibt auch irische Sportarten, die man hier lesen kann, und auch ich musste nachgoogeln. Ich wusste nicht, was Hurling ist. Einer der Protagonisten spielt das. Also es ist schon irisch auch angehaucht, aber man hat jetzt nicht dieses typische Setting, was man sich unter Irland vorstellt. Und das war für mich so ein bisschen schade. Aber die Geschichten, drei Männer, die hier drin stehen, haben es wirklich in sich. Ich konnte sie nicht mal eben weglegen. Das sind sehr intensive Geschichten, Lebensgeschichten. Und eine ganz besonders, nämlich die des ersten Protagonisten, hat mir ja eigentlich das Herz gebrochen. Ich war so gerührt. Und der Autor schafft es, unheimlich intensive, dichte Geschichten zu erzählen. Und alle drei Figuren hier drin sind sehr unterschiedlich und sie laufen am Ende in eine große Geschichte zusammen. Und das habe ich nicht vorhergesehen. Es geht hier um Faruk. Der wird hier beschrieben, dass sein Leben am Ende ist, weil er verloren hat, was ihm am meisten bedeutete. Faruk ist Arzt und arbeitet in Syrien in einer kleinen Stadt. Hat eine Frau, hat ein Kind, und diese Stadt wird immer mehr zur unsicheren Zone. Der Krieg und die Kriegshandlungen rücken immer näher und Faruk möchte seine Familie in Sicherheit bringen. Und ja, wie seine Geschichte weitergeht und wie er in Irland landet, wann und wie und unter welchen Umständen, hat mir schier das Herz gebrochen. Das war sehr, sehr schwer mit anzulesen. Es war aber auch vom sprachlichen Niveau sehr hoch. Ich konnte es aber einfach nicht in einem Rutsch lesen. Ich musste zwischendurch Pause machen. Dann ist der zweite Hauptdarsteller Lampy. Und zwar ist das ein junger Mann, der in Irland lebt, der mit seiner Mama und seinem Großvater gemeinsam lebt. Und er hat gerade so die erste richtig große Liebe in seinem Leben erlebt. Und zwar war das Chloe, aber Chloe hat ihn leider sitzen lassen. Und wie es Lampy damit geht und was er darauf mit seinem Leben anstellt, ist dann Teil 2 unserer Geschichte. Und der dritte im Bunde ist John, ein Mistkerl, wie er im Buche steht. Er hat sein Leben lang Menschen betrogen, belogen und manipuliert und sich selber daran bereichert. Und jetzt ist er im letzten Drittel seines Lebens angekommen und er fragt sich nun immer verzweifelter, ob es jemanden gibt, der ihn freisprechen kann von all den vielen Sünden, die er für seine Begriffe in seinem Leben getan hat. Und er war wirklich ein Mistkerl. Und dann fragt man sich als Leser natürlich jetzt, was haben die drei Männer denn gemeinsam? Was haben die miteinander zu tun? Und man hat wirklich drei sehr separat stehende Geschichten, die alle drei einen sehr interessanten Tonfall haben, die sehr unterschiedlich sich anfühlen, auch beim Lesen, die offensichtlich gar nichts miteinander zu tun haben, und sie treffen sich in einem Showdown, wenn man das so möchte, am Ende dieses Buches, und das habe ich nicht vorhergesehen. Und ich mochte das Buch, aber es ist ein sehr intensives Buch und ich finde, dass der Autor eine sehr besondere Sprache hat. Es hat von mir jetzt 3,5 bis 4 Sterne bekommen, denn nicht alle drei Figuren waren mir so nah, dass ich wie beim ersten, beim Faruk, mitgefühlt habe. Im Gegenteil, ich war sogar manchmal ein bisschen sauer auf den einen oder anderen hier noch in diesem Buch. Und ich hätte mir gewünscht, dass das Buch so stark, wie es beginnt, auch weitergeht. Aber im Mittelteil war es dann für mich etwas zäher, etwas langatmiger. Und das Ende hat es dann aber wieder rausgeholt. Von daher
Leseempfehlung für Die Stille des Meeres. Ihr müsst euch aber im Klaren sein, dass das irische Setting, was man vielleicht erwarten könnte, dann doch nicht ganz so präsent ist in diesem Buch. Als nächstes habe ich ein Buch beendet, was in diesen Monat passt wie kein anderes. Und zwar war es 2 Wochen im Juni von Anne Müller. Das Buch ist mir irgendwann durch sein wunderschönes Cover aufgefallen. Ich finde es zumindest wirklich sommerlich schön. Und auch unter dem Buchumschlag sieht es richtig schön aus. Ja, hat hier auch nochmal diese Blümchen und das Vögelchen. Also ich finde das Buch optisch total sommerlich und gelungen. Die Geschichte ist auch eine wirkliche Sommergeschichte. Das ist keine anspruchsvolle Lektüre, trotzdem nicht oberflächlich. Ein wirklich gelungener Sommerroman. Und zwar geht es hier um 2 Schwestern, die das Haus ihrer jetzt kürzlich verstorbenen Mutter an der Ostsee leerräumen. Denn keine der beiden möchte das Haus für sich weiter nutzen. Die eine hat Familie und ist in einem ganz anderen Ort fest verwurzelt. Und unsere Protagonistin, aus dessen Sicht wir das Ganze auch die allermeiste Zeit lesen, das ist Ada. Die ist Single und alleinlebend und kann mit so einem riesengroßen Kasten nichts anfangen. Und so treffen die beiden Schwestern nacheinander dort ein. Wir sind in einem kleinen Örtchen an der Ostsee. Das Haus hat einen Bootsschuppen, es hat Meerblick, es hat einen sehr schönen gepflegten Garten, der große Stolz der Mama war. Und so nach und nach müssen die beiden Frauen nicht nur das Haus aufräumen, sondern auch alte Geschichten aus dem gemeinsamen Leben als Kinder und ja, in diesem Familienverbund mit der Mama. Diese Geschichten gehören auch aufgearbeitet. Und das ist im Großen und Ganzen der Inhalt dieses Buches. Mehr passiert eigentlich nicht. Wir springen aber immer wieder zurück in die Kindheit von Ada und ihrer Schwester Antonia. Und beide haben natürlich auch ihr Leben. Also die Toni, die Ältere, hat eben einen Mann und ein paar Kinder. Und ja, ob da alles so Gold ist, was glänzt, ist die eine Frage. Ada, nach außen hin glücklicher Single, ist nach innen hin auch ganz anders unterwegs. Und auch die Mutter hatte so das ein oder andere zu verbergen, was beim Ausräumen des Hauses dann zutage tritt. Ich fand den Roman schon mit sehr viel Ostseeatmosphäre gespickt. Das hat mir gut gefallen. Die See und auch der Blick im Garten aufs Wasser und auch dieser Bootsschuppen, der den beiden Mädels früher als Piratennest, Räuberhöhle, allen möglichen Fantasiegebilden gedient hat. Dieser Bootsschuppen, der beinhaltet noch eine Jolle und sie gehen auch segeln. Also das ganze Ostsee-Feeling, das kommt hier schon deutlich rüber. Ich fand die Geschichte nicht so tiefgründig, wie ich gedacht hätte. Es war aber auch nicht so, dass man jetzt gedacht hat, es ist ein oberflächlicher Frauenroman, das auch nicht. Es ist eine relativ einfache Sprache, die aber trotzdem sehr gut lesbar ist. Und zum Schluss ist mir das Buch auch sogar ein wenig nahe gegangen. Allerdings fand ich den Abschluss dann doch etwas dick aufgetragen. Aber mehr möchte ich da gar nicht dran kritisieren. Ein wirklicher Sommerschmöker könnt ihr euch auf jeden Fall angucken, wenn ihr Lust auf Ostsee-Feeling habt. Dann wollte ich unbedingt ein Buch lesen, was schon länger auf dem Sub liegt. Und das ist halt einfach ein Sommerbuch. Und darum musste es jetzt dran kommen von Anne Freitag. Mein Leben basiert auf einer wahren Geschichte. Anne Freitag ist mir als Autorin mal äußerst positiv untergekommen bisher und ich hatte aber auch schon einen Flop von ihr. Von daher war ich jetzt umso neugieriger, wie mir diese Geschichte gefallen wird. Und ich finde sie unheimlich schwer zu bewerten. Denn Anne Freitag schreibt großartig. Der Roman strotzt nur so vor tollen Formulierungen, vor Leichtigkeit, Luftigkeit, vor Leben. Und man kann Australien spüren, man kann die 3 Protagonisten unseres Buches hier wirklich richtig nachfühlen. Das Ganze macht Anne Freitag toll. Das ging mir auch schon bei Nicht weg und nicht da von ihr so. Das war für mich auch ein absolutes Highlight. Das Buch war toll. In dieser Liga spielt dieses Buch auch für mich. Was mir aber daran missfällt, ist einfach, und das ist was ganz, ganz Subjektives, dass ich keine Dreiecksgeschichten gerne lese. Und diese Geschichte ist eine. Es geht hier um Rosa und Frank, die begegnen sich in Australien, also komplett am anderen Ende der Welt, in einem Hostel. Sie sind beide alleinreisend
und müssen sich ein Doppelstockbett teilen in so einem großen Gemeinschaftsraum und lernen sich darüber kennen. Und da sie sich sehr gut verstehen, beschließen sie gemeinsam, diese Reise durch Australien als Backpacker weiterzugehen. Es soll ein Camper gekauft werden und es soll eine großartige Tour werden. Rosa und Frank sind Freunde, werden Freunde, bis David auftaucht. David ist derjenige, ohne den Frank losgefahren ist. Denn eigentlich hatten die beiden Freunde vor, diese Reise gemeinsam zu erleben, bis David kurz vor der Abfahrt sich zurückgezogen hat und Frank alleine gefahren ist. Jetzt hat er Rosa im Gepäck, jetzt sind die beiden ein Doppel und Frank kommt dazu. Und was das mit der ganzen Reisegesellschaft dieser drei jungen Leute macht, ist Gegenstand dieses Buches. Ich fand es, wie gesagt, sprachlich herausragend gut. Ich glaube auch, dass das die perfekte Sommerlektüre für junge Menschen ist, die das Fernweh gepackt hat. Ich fand Australien unheimlich spürbar. Ich mochte Rosa, Frank und David, jeden so wie er ist, auch sehr gerne. Alle drei waren für mich sehr besondere Charaktere. Ich tue mich einfach nur mit der Bewertung unheimlich schwer, weil es eben eine Dreiecksgeschichte ist. Und ich weiß nicht, ob ihr das nachvollziehen könnt, aber wenn einfach das ganze Thema eines Buches einem schon nicht wirklich liegt, dann kann das ganze Buch noch so wunderbar sein, dann springt der letzte Funke nicht über. Und so war es hier bei diesem Buch mit mir. Ich habe trotzdem gedacht, ich lasse es jetzt erstmal für mich in meinem Kopf bei 4 Sternen stehen, denn die hat es definitiv verdient. Vielleicht werde ich es dann auf Goodreads auch so bewerten, aber ich kann keine 5 geben, weil einfach diese Grundstory nicht meins ist und das ist ganz was Subjektives und das kann jeder anders auch empfinden beim Lesen. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen, es ist wirklich ein tolles Buch. Schaut es euch an, wenn ihr Lust auf Australien habt, dafür ist es genau das Richtige und vor allem auch jetzt gerade im Sommer, dann macht das Buch, glaube ich, am meisten Freude zu lesen. In einer ganz tollen Leserunde mit der lieben Andrea habe ich bin Circe gelesen von Madeline Miller. Ein total schönes Buch, ein richtig tolles Cover mit diesem spiegelnden Gold. Circe ist eine Göttin der Antike und ihre Geschichte wird in diesem Roman verarbeitet. Ich habe es sehr gemocht. Basisgeschichte dieses Buches ist die Odyssee. Also es geht um Odysseus und um Circe. Und wer sich mit diesen antiken Sagen und Mythen von Minotaurus, von Daedalus und Ikarus auskennt, wer diese ganzen griechischen Götter, Zeus und wie sie alle heißen, mal in Action erleben möchte und wenn denen mal ein Gesicht gegeben werden soll, dann müsst ihr Circe lesen. Das war wirklich toll. Madeline Miller hat es geschafft, diese ganzen Sagen in diesem Buch zu vereinen und mir die Circe, die ich bis dato nicht wirklich auf dem Schirm hatte, als Frau und als Göttin sehr nahe zu bringen. Zur Geschichte kann man ein bisschen sagen, dass Circe die Tochter von Helios ist. Das ist der Gott der Sonne und einer Nymphe. Und Circe ist ein bisschen anders als all die anderen Götter. Sie hat eine eher menschliche Stimme, sie ist temperamentvoll, unbezähmbar, passt so gar nicht in das, was ihr Vater für sie vorgesehen hat, ist sehr rebellisch und hat so komplett ihren eigenen Kopf und das passt ihrem Vater überhaupt gar nicht. Und eines Tages kommt es zu einer Verbannung. Circe wird auf eine einsame Insel verbannt, an der aber immer mal wieder auch Schiffe anlegen. Und sie ist in ihrem ganzen Leben eine sehr leidenschaftliche Frau, kennt die ganzen Emotionen, die Menschen so anheim sind, wie Liebe, Leidenschaft, Zorn, Eifersucht, Rachsucht, Muttergefühle, das ganze Spektrum des menschlichen Seins erlebt Circe, was den Göttern eigentlich nicht unbedingt so vorbehalten war. Eigentlich sind die Götter in einer ganz anderen Sphäre unterwegs und kümmern sich überhaupt nicht um die Sterblichen. Circe hat aber einen Hang zu den Sterblichen. Sie hat unheimlich viel Mitgefühl und das macht sie sehr besonders. Und was sie in dieser Verbannung erlebt und wie ihr ganzes Leben dadurch eine große Wendung bekommt und wie sie sich dann auch entwickelt zu einer
starken Frau und zu einer Mutter und zu einer Magierin, einer Hexe, einer wirklich einflussreichen, mächtigen Frau. Das ist die große Geschichte von Circe. Und das ist jetzt kein Spoiler, denn im Klappentext wird das auch verraten. Sodass man einen groben Lebensweg von ihr schon vorher vorskizziert hat und sie dann begleiten kann in diesem Buch. Und auf wen sie so alles trifft und wer die Rache und Zorn und Eifersucht und Leidenschaft in ihr hervorruft, das ist dann die Geschichte, die ihr selber entdecken müsst. Na, Dicke, ich wollte mich da jetzt eigentlich hinsetzen zum Video machen. Hast du Lust, ein bisschen abzuhauen? Das ist mein Platz. Ja, denkst du, Puppe. Das nächste Buch, was ich beendet habe, ist ein Rezensionsexemplar, was ich dank der lieben Büchergilde-Mitarbeiter lesen durfte. Und zwar ist das dieses Katsuo Ishiguro, was vom Tage übrig blieb. Ein Buch, was ich schon lange lesen wollte. Ein Buch, was von einem Autoren stammt, der den Literatur-Nobelpreis gewonnen hat. Das ist für mich schon allein Grund genug gewesen zu schauen, was hat er geschrieben und ja, welches Buch könnte ich denn mir mal vornehmen von Katsuo Ishiguro? Und dieses Buch hat mir dann die Büchergilde angeboten, weil es jetzt gerade neu aufgelegt wurde und vor allem auch illustriert aufgelegt wurde. Und in dieser Ausgabe hier könnt ihr es bei der Büchergilde auch bekommen. Ich wollte schon lange in diese Geschichte eintauchen. Es geht ins England von vor 100 Jahren. Wir sind mit einem Butler unterwegs, der in einem Haus dient, das ein ehemals sehr großes Herrenhaus war, Darlington Hall. Und dieser Mr. Stevens, unser Butler, ist hier die Hauptfigur. Und zu Beginn dieses Buches blickt er immer wieder zurück in eine Zeit, in der Lord Darlington Hausherr auf Darlington Hall war und Stevens der erste Butler am Platze. Und es geht sehr viel darum, wie dieses Haus geführt wurde, welche Aufgaben Stevens hatte. Er hat alles mit allergrößter Sorgfalt erledigt. Er ist genau so ein würdevoller Butler, wie sein Vater war. Und das ist sein Lebensinhalt, diesen Haushalt, dieses Haus zu repräsentieren und auch, dass der Lord keinerlei Beanstandungen hat. Aber jetzt, im Moment, hat ein Amerikaner in diesem Haus das Sagen. Viele Jahre später ist es ein neuer Besitzer, der Darlington Hall besitzt, ein gewisser Mr. Faraday. Und ja, allein diese englische Seele dieser Stevens, wie er am Anfang hier auf diese amerikanische, freidenkende Seele des Mr. Faraday trifft, das hat schon ziemlich Spannungspotenzial. Und dass Stevens noch nie Urlaub gemacht hat und sein Arbeitgeber gesagt hat, ich brauche den Wagen die nächsten Wochen nicht, mach jetzt mal bitte ein paar Tage frei, gibt er sich dem Ganzen hin, hat das noch nie gemacht, war noch nie auf eigene Faust irgendwie unterwegs und er weiß, er hat ein Ziel, wo er hin möchte. Und zwar geht es nach Westengland. Dort lebt eine ehemalige Hausangestellte, auch von Darlington Hall, Miss Kenton. Und Miss Kenton hat vor kurzem diesem Stevens einen Brief geschrieben, aus dem er hat lesen können, dass sie gerne wieder zurück wollen würde und sich gerne an die Zeit zurückerinnert, in der sie auf Darlington Hall gearbeitet hat. Und er hat das Problem, dass zu wenig Personal da ist und möchte zu dieser Miss Kenton fahren. Das ist grob die Geschichte. Hier in dieser wunderbaren Ausgabe gibt es dann auch eben entsprechend Bilder. Das zum Beispiel ist hier der Wagen, mit dem Stevens sich dann aufmachen wird. Dann finde ich, hier könnt ihr den Stevens auch nochmal sehen, das ist er. Und das finde ich auch wunderschön, dieses Bild mit diesen Hortensienbüschen da im Hintergrund oder Rhododendren. Ich glaube, können auch Rhododendren sein. Ja, die Illustratorin, das sollte man natürlich dann, wenn ich hier die Bilder zeige, auch erwähnen, ist die Jana Klevers. Und sie hat das Ganze illustriert für die Büchergilde. Sie ist 1987 in Hannover geboren
und lebt in Berlin. Und das hier ist die Miss Kenton, um die es auch geht. Die ehemalige Hausdame, die jetzt halt nicht mehr auf Darlington Hall arbeitet. Und ja, was Stevens auf seiner Reise so alles erlebt und vor allem diese Rückblicke immer wieder zurück in das, was er erlebt hat, während er dort gedient hat und sein Leben als Butler und wie es jetzt mit ihm weitergehen soll, wo ein Amerikaner dieses Haus besitzt und dieser kleinen Angestelltenschar noch bevorsteht, wie sich das verändert hat und was das mit Stevens gemacht hat, das ist alles dann hier Gegenstand dieser Geschichte. Ich habe den Schreibstil am Anfang als sehr gewöhnungsbedürftig empfunden. Ich musste da wirklich erstmal reinkommen. Er ist genau so, wie man sich's vorstellt, dass ein alteingesessener, altenglischer, wohlgeborener Butler, wie er sprechen mag, genau so ist dieser Schreibstil. Und man muss erstmal reinkommen in das Denken von Stevens. Dann läuft's aber. Und ich finde es auch sehr schön, wie England hier beschrieben wurde. Manche Landschaftsbeschreibung hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vor allem am Schluss gibt es sehr viel zum Nachdenken über diese Geschichte. Denn Stevens, und das merkt man im Laufe des Buches, ist ein eher unzuverlässiger Erzähler. Und wie seine Passion, dieses Dienersein, dieses Butlersein, wie das seinem eigenen Leben eventuell im Weg steht und welche Lehren Stevens daraus zieht, das könnt ihr dann selber lesen. Ich fand das ein außergewöhnliches Buch, aber ein Buch, was bestimmt nicht was für jeden ist, denn mit diesem Schreibstil muss man wirklich erstmal klarkommen lernen, so ging es mir zumindest. Dann habe ich natürlich die Entscheidungen, die Stevens getroffen hat, nicht immer nachvollziehen können, denn er ist wirklich 110%ig Butler. Und insgesamt war das ein Buch, was eine melancholische englische Atmosphäre vermittelt. Und wenn ihr Lust darauf habt, dann kann ich es euch empfehlen. Die Illustrationen in diesem Buch sind wirklich genau passend von der Stimmung, die gerade dann herrscht in der Geschichte und auch wo sie platziert sind in der Geschichte, hat mir richtig gut gefallen, sodass ich es genossen habe, was vom Tage übrig blieb, zu lesen. Es ist aber kein Highlight-Buch für mich geworden. Dafür war mir dann der Schreibstil doch ein wenig zu sehr distanziert. Ich kann aber Kazuo Ishiguro als Autorin definitiv jetzt abhaken unter, auch da habe ich mal was von gelesen und kann mir vorstellen, dass wenn andere Bücher von ihm mich ansprechen, dass ich dann nochmal zugreifen werde. Und ich würde vor allem gerne auch wissen, wie er andere Geschichten erzählt, ob sein Schreibstil dann da ähnlich ist oder ob das jetzt wirklich tatsächlich auf den Stevens hier gemünzt war. Falls ihr mehr gelesen habt von Kazuo Ishiguro, dann schreibt mir das doch bitte gerne mal, ob die anderen Bücher vom Erzählton diesem hier ähneln. Das wird mir sehr helfen, zu überlegen, ob ich weitermache mit dem Autoren oder nicht. Dann geht es weiter mit unserem All You Can Read Buch, was wir diesen Monat in unserem Buchclub gelesen haben, nämlich Zimmer 103 von Simone St. James oder Simone St. James, keine Ahnung, wie sie ausgesprochen wird. Es geht nämlich in dieser Geschichte um ein Motel und um zwei Zeitebenen. Einmal sind wir 1982 bei Vivian Delaney. Sie arbeitet als Nachtwächterin in diesem Sundown Motel und die Nächte dort sind ziemlich einsam und ziemlich lang. Und mit jeder Schicht wächst Vivians Angst, Angst vor einer ungreifbaren Bedrohung. Dann sind wir 2017 ebenfalls in New York in diesem Motel und zwar bei Carly. Das ist die Nichte von Vivian, die es in dieses Motel zieht, wo ihre Tante Vivian vor mehr als 30 Jahren spurlos verschwunden ist. Sie will die Wahrheit herausfinden, was mit ihrer Tante passiert ist und das alte Motel hütet ein düsteres Geheimnis und bringt auch Carly dann in Gefahr. Das war die Ausgangslage. Ich fand das Buch insgesamt nicht so gut. Das liegt daran, dass wir diesen Unterschied zwischen 1982 und 2017 häufig nicht wirklich gespürt haben. Die Autorin hat es für uns nicht geschafft, die 80er von den 2017ern deutlich zu unterscheiden,
Oftmals haben wir sogar die beiden Protagonistinnen, die Tante und die Nichte, in einen Topf geschmissen und wussten jetzt gar nicht mehr genau, wer hat was herausgefunden und ist auf welchem Stand der Dinge. Insgesamt eine Geschichte, die einen Plot-Twist hatte, der uns sehr gut gefallen hat, der auch recht weit am Anfang schon kommt, der dann aber leider sein Potenzial nicht ausgeschöpft hat und am Schluss sogar ein paar Logiklücken aufgeworfen hat. Es ist ein sehr gut zu lesender Schreibstil. Wenn ihr Lust auf eine Geschichte habt, die in diesem mystischen, ja, der doch sehr stimmungsvollen Motel, was halt so in die Jahre gekommen ist, wo Türen klappern, wo Lichter an- und ausgehen, wenn ihr da Lust drauf habt, dann kann ich euch das Buch empfehlen. Denn es ist sehr unterhaltsam, war für mich ein Ausflug in ein völlig anderes Genre, als ich eigentlich lese. Hat also deswegen so einen erfrischenden Eindruck auch auf mich gemacht. Aber am Schluss konnte mich die Geschichte dann doch nicht von seiner Auflösung so überzeugen, dass ich dem Buch jetzt mehr geben könnte als 2,5 Sterne. Das bedeutet bei mir, dass es ein Buch, was etwas mehr Schwächen als Stärken hatte, ein aber immer noch sehr unterhaltsames Buch. Man fliegt durch die Seiten. Es ist auch von der Atmosphäre her ansprechend. Aber macht euch darauf gefasst, dass ihr die 80er nicht unbedingt spüren könnt. Also da sind nicht so viele Anhaltspunkte für mich gewesen, warum ich jetzt mich in den 80ern befinde und in dem anderen Erzählstrang dann in der Heutezeit. Und auch Vivian und Carly schmeißt man manchmal so ein bisschen durcheinander. Aber insgesamt ein spannendes Buch, vor allem ein Page-Turner, das wirklich sehr, sehr fliegt. Zimmer 103 war leider diesen Monat nicht unbedingt ein glücklicher Griff für unser Clubbuch. Das nächste Buch, was ich euch gerne zeigen möchte, ist Das Spiel des Engels von Carlos Ruiz Zafón. Habe ich lange für gebraucht und habe ich mir Unterstützung geholt durch das Hörbuch. Das war keine so ganz leichte Lektüre für mich, denn ich gebe zu, das war der Carlos Ruiz Zafón, der mich bis jetzt am wenigsten begeistern konnte. Ich fand, das Buch hatte doch so einige Längen, die mich echt Kraft gekostet haben. Ganz abschließend finde ich es aber dennoch sehr lesenswert, denn die Geschichte an sich ist einfach toll durchdacht und auch das Setting hier in Barcelona hat Carlos Ruiz Zafón in gewohnter Manier wieder sehr, sehr gut gezeichnet. Ich fand, dass die Stimmung wieder super typisch war für seine Bücher. Hier geht es um einen jungen Autor, der heißt David Martin oder Martin. Der frisst sein Leben als Autor von Schauerromanen und verdient damit nicht viel und ja, kommt so mehr schlecht als recht da irgendwie über die Runden. Und eines Tages bekommt er einen Brief, der ist versiegelt mit dem Zeichen eines Engels und ein sehr mysteriöser Verleger namens Andreas Corelli macht ihm ein unwiderstehliches Angebot. Er wird das, was er am allermeisten sich im Leben wünscht, von Andreas Corelli erhalten, muss dafür aber einen Roman für diesen schreiben. Und David kämpft jetzt um sein Leben und um seine große Liebe. Es geht so ein bisschen um den Traum vom perfekten Buch, ein Schriftstellertraum. Es geht um düstere Geheimnisse, dunkle Gebäude, Barcelona kurz vorm Bürgerkrieg, eine aufgeheizte Stimmung in der Stadt. Es hat mir gut gefallen, allerdings nicht sehr gut gefallen. Wer die Bücher von Carlos Ruiz Zafón kennt, wird seinen Schreibstil hier definitiv wiederfinden. Es spielt auch der Friedhof der vergessenen Bücher eine Rolle wieder hierin, genauso wie beim Schatten des Windes auch. Allerdings ist das ein Teil einer Reihe, die er locker zusammenhängend geschrieben hat. Man kann aber auch die Bücher einzeln lesen. Das ist jetzt der zweite Teil. Nach der Schatten des Windes soll man das Spiel des Engels lesen. Habe ich hier somit getan, aber es war nicht der Überflieger, den ich mir eigentlich von Carlos Ruiz Zafón hier erwartet hatte. Weiter geht's mit Westwind von Samantha Harvey. Das Buch fand ich optisch wunderschön. Ich mag diese Farbkombination. Ich mag das mit diesem Türkis-Petrol und dann diese Blätter da drauf. Ist im Atrium Verlag erschienen, ist ein Rezensionsexemplar. Ich fand das Buch, so schön es optisch auch ist, leider inhaltlich etwas
schwierig. Es ist ein Buch, was in eine Zeit führt, die sehr weit vor unserer Zeit liegt, nämlich nach 1491. Und dementsprechend karg ist auch das Leben der Bewohner dieses Dorfes, in dem das hier spielt. Es ist eine Zeit, in der der Pfarrer im Ort, in so einem kleinen Dorf, noch sehr, sehr viel zu sagen hat, sehr viel Einfluss hat auf seine Dorfbewohner und die Gemeindemitglieder. Eine Zeit, in der Glaube und Aberglaube sehr, ja, gleichwertig irgendwo nebeneinander steht. Und wir sind hier in einem kleinen Örtchen, Oakham heißt es, und die Bewohner sind zum Großteil dort sehr, sehr arm. Es gibt aber eine Ausnahme, es gibt einen sehr reichen Mitbewohner in diesem Ort, der heißt Thomas Newman. Der ist einflussreich, der ist wohlhabend und der ist vor allem unglaublich sympathisch und hilfsbereit. Und eines Tages wird dieser Thomas Newman wohl von den Fluten des Flusses, der durch den Ort fließt, mitgerissen. Und es stellt sich die große Frage, ist es ein Unfall, ist es sogar ein Selbstmord oder Mord? Was ist hier passiert? Thomas Newman war auf jeden Fall der reichste und der einflussreichste Mitbewohner, Mitbürger dieses Ortes. Und der Priester John Reeve ist jetzt in der Verantwortung, das aufzuklären. Damals gab es noch keine Polizei wie heute. Und John Reeve bittet die Bewohner zur Beichte, erfährt nach und nach die gesamten Umstände um den Tod dieses Mannes. Wir als Leser erfahren es auch Stück für Stück. Es gibt mehrere falsche Fährten. Es gibt mehrere Bewohner, die einen Vorteil davon haben, dass dieser Thomas Newman gestorben ist. Es gibt hier einen Dekan, der in das Örtchen geschickt wird, um John Reeve zu unterstützen, der sehr eigene Absichten hat. Und insgesamt ist das ein Buch, was beim Klappentext mir Lust darauf gemacht hat, dass ich hier einen mittelalterlichen Krimi lesen werde. Die Sprache ist auch dementsprechend sehr angepasst an diese Zeit. Das ist kein locker, flockiger, moderner Schreibstil. Es klingt und fühlt sich beim Lesen auch so an, als wären wir 1491. Und es macht es manchmal schon sehr holzig zu lesen. Es war nicht mal eben zum Wegschmökern. Der Spannungsbogen ist hier auch eher flacher, er ist nicht auf einen grandiosen Höhepunkt gepeitscht, also es ist ein ruhiger Erzählton. Mir hat das ganz gut gefallen, dass es ruhiger war. Ich bin nicht der extrem plot-twistige Thriller-Leser. Ich mag ruhigere Krimis in ruhigeren Fahrwassern eigentlich lieber. Augenmerk liegt hier aber ganz klar auf den Bewohnern des Ortes, auf den Beweggründen, die alle haben, aus diesem Ort was zu machen, diesen Tod aufzuklären. Es ist kein plotgetriebener Roman, sondern ein figurenintensives Buch. Ich mochte den John Reeve, unseren Protagonisten hier, unseren Priester, nicht so besonders gerne. Und er war so ein bisschen eine Person, die ja in Zwängen sich selbst einkasteilt, und er ist sicherlich authentisch für die Zeit, aber ich mochte einfach aus seiner Perspektive nicht so gerne lesen. Von daher ist das eher ein Buch, was ich mit 3 Sternen bewerten würde, da es schon spannend ist, und man möchte natürlich auch die Auflösung wissen. Ich fand auch das Setting super getroffen für das 15. Jahrhundert. Ich finde auch die Sprache angepasst an dieses 15. Jahrhundert. Das hat die Autorin sehr gut gemacht. Ich finde allerdings, dass das Buch etwas mehr Spannung hätte vertragen können. Insgesamt habe ich mich dann doch in den Längen, die es zwischendurch hatte, auch ein bisschen gequält. Darum überwiegen hier weder Vor- noch Nachteile, und darum ist es dann ein 3-Sterne-Buch geworden. Das nächste Buch ist eins, was mich ganz persönlich sehr, sehr angesprochen hat. Und ich weiß, dass es ein Buch ist, das ein wenig in der Kritik steht. Das steht und fällt einfach damit, ob man die Autorin und ihren Mann mag oder nicht. Ich spreche vom Salzpfad von Rainer Wynn. Der Salzpfad ist ein
Küstenwanderweg, der heißt, wenn man es genau wissen will, Southwest Coast Path und führt die gesamte südwestliche Küste Englands entlang. Von Devon über Cornwall nach Dorset, also überall die ganze Küste, Land's End einbegriffen, ist dieser Wanderweg angelegt. Ursprünglich mal, um dort für Sicherheit zu sorgen. Und mittlerweile ist es ein sehr berühmt-berüchtigter Wanderweg, der ganz, ganz viele Menschen, Outdoor-Fans aus der ganzen Welt anzieht, um dort zu wandern. Raynor, Wynn und ihr Mann sind in einem bestimmten Punkt im Leben an einem Scheideweg angekommen. Nach einer persönlichen Katastrophe ist das Dach über dem Kopf weg und sie müssen sich entscheiden, was sie mit ihrem Leben anstellen wollen. Und der Mann von ihr, Moth heißt er, hat auch noch dazu eine sehr schwierige Diagnose bekommen. Und das ist ein autofiktionales Buch, das heißt, diese zwei Menschen gibt es echt und diese Wanderung gab es echt. Und die haben halt einfach aufgeschrieben, wie ihr Leben verlaufen ist bis dato, wie dieser Wanderweg verlaufen ist, was er mit ihnen gemacht hat. Es ist eine monatelange Wanderung mit den Rucksäcken und dem Einzigen, was sie besitzen, auf diesem Wanderweg. Das Zelt, was sie haben, ist ihr neues Zuhause und das ist tatsächlich wirklich so passiert. Ich weiß, dass dieses Buch von manchen sehr geliebt wird, von anderen eben nicht, weil sie mit Raynor und Moth und ihren Einstellungen zum Leben und auch dieser Erzählweise von ihr hier nicht so gut klargekommen sind. Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bin in dieser Gegend rund um diesen Wanderweg auch schon selbst gewandert. Nicht den ganzen Weg, aber das würde ich sehr gerne irgendwann mal tun. Und daher konnte ich die Landschaft wirklich vor Augen sehen. Ich war da, ich habe es gespürt, ich habe diese raue Natur, diese felsige Landschaft und vor allem diese Klippen und diesen Ausblick auf die See damals, als ich dort war, so geliebt, dass ich mir geschworen habe, irgendwann im Leben möchte ich hier nochmal hin. Und diese Sehnsucht nach dem Meer und nach dieser Küstenlandschaft Englands, die hat mich hier total gepackt. Ich mochte Raynor auch sehr. Ich fand, dass sie eine Person war, die aus der Situation, in die das Leben sie hineingeworfen hat, das Beste gemacht hat. Und dass sie hier sehr einfühlsam, aber auch sehr offen über ihre Gefühle gesprochen hat, wie es ist, arbeitslos, obdachlos zu sein, einen Mann an der Seite zu haben, wo man nicht weiß, wohin sich seine Gesundheit entwickelt und vor allem, auf welche Menschen sie treffen, wie diese ihnen begegnen, ob wohlgesonnen oder ablehnend. All das hat sie hier sehr unverblümt und ungeschönt aufgeschrieben. Mich hat der Sog dieses Salzpfades total gefangen genommen. Ich wäre am liebsten sofort selbst dorthin gefahren und darum, ja, ein Buch, was mindestens 4, wenn nicht sogar 5 Sterne verdient hat, weil ich einfach es so gefühlt habe. Es kam zur richtigen Zeit. Ich kann es aber nicht bedenkenlos jedem Leser jetzt weiterempfehlen, weil ich glaube, dass es eine sehr persönliche Sache ist, ob man den Schreibstil mag und auch vor allem das Thema mag. Aber es ist ein Erfahrungsbericht und ich fand das ganz, ganz großartig zu lesen. Mir hat das wirklich sehr gut gefallen. Dann muss ich euch ein Cover einblenden. Das ist Marco Balzano mit Ich bleibe hier. Das Buch habe ich als Hörbuch gehört in einer ganz tollen Leserunde mit der lieben Anke von der lesenden Frau und mit Caroline von Marie Salon du Livre. Ihre Kanäle verlinke ich euch natürlich auch gerne. Beides sehr, sehr liebe Booktube-Kolleginnen. Und wir drei, wir haben uns das Buch mal vorgenommen, weil Caroline letztens dort war, direkt vor Ort war, in Reschen und an diesem Stausee, der hier Gegenstand der Erzählung ist. Und zwar ist Reschen oder auch Grauen, sind Örtchen, die überflutet worden sind nach dem Bau eines Staudamms und nur der Kirchturm guckt noch raus. Heute eine total beliebte touristische Attraktion in Südtirol. Damals natürlich für die Familien, die in diesen Orten gewohnt haben, eine absolute Katastrophe, dort umgesiedelt zu werden, sich dagegen aufzulehnen, diese Umsiedlung eventuell hinauszuzögern oder gar
ja, zu vereiteln. Und wir lernen hier in der Geschichte Trina kennen und sie ist eine fiktionale Figur, allerdings könnte diese Familiengeschichte rund um sie durchaus genauso auch passiert sein. Das Buch beginnt damit, dass sie aufwächst, dass sie eine junge Frau ist, dass sie Lehrerin ist und dass sie verbotenerweise Unterricht macht im Verborgenen und Deutsch unterrichtet. Es war in der Geschichte so, dass diese Orte italienisiert werden sollten, dass die deutsche Sprache verboten wurde, dass dort nur Italienisch gesprochen werden sollte. Südtirol gehörte jetzt zu Italien und dementsprechend war das so vorgegeben. Diese Region ist sehr geschichtsträchtig, denn ich glaube, nirgendwo anders ist auf den Faschismus der Nationalsozialismus in direktem Fuße gefolgt, ohne dass da irgendeine Pause zwischen war. Und all das, diese ganzen geschichtlichen Hintergründe sind anhand dieser Familiengeschichte hier erzählt. Mich hat das Buch bewegt. Ich habe sehr oft geschluckt. Ich habe mir vorgestellt, dass das eben keine Geschichte ist, die sich jemand ausgedacht hat, sondern dass das so auch passiert ist in vielerlei Fällen. Es war nicht so einfach zu lesen bzw. für mich zu hören und wir haben uns sehr, sehr viel ausgetauscht und gerade eben auch, weil Caroline so viel Wissen hat und vor kurzem noch dort war, war es sehr emotional. Ich fand den Schreibstil zwischendurch ein wenig distanziert dafür, dass es so ein intensives Thema ist, was das Buch behandelt. Er war nicht unemotional, aber irgendwo blieb man so ein kleines bisschen immer außen vor. Und das war auch so unsere Kritik, die wir an dem Buch hatten. Darum hat es 4 Sterne von mir bekommen. Ein wichtiges Buch, ein für mich geschichtlich auch sehr wichtiges Buch, da ich einfach viel zu wenig Ahnung auch noch davon hatte, was in Südtirol wirklich passiert ist. Ja, und wer sich mit dem Thema Faschismus oder auch dem Nationalsozialismus, wie das in Österreich oder eben Südtirol zu der Zeit sich verhalten hat, dann guckt euch das Buch auf jeden Fall an und ich wette mit euch, dass ihr danach auch genau wie ich anfangen werdet zu googeln, sich die Bilder anzugucken, die es im Netz gibt von diesen Orten, von diesem überfluteten Ort, von diesem Staudamm. Ja, und dass man einfach ein Stück Geschichte lernt anhand dieser Fiktion. Und ich glaube, dass es sehr vielen Familien damals genauso ergangen ist wie Trinas Familie hier in dieser Geschichte. Und das letzte Buch für diesen Monat war ebenfalls eine Leserunde und ein Rezi-Exemplar, was ich vom Bloggerportal bekommen habe. Vielen, vielen Dank dafür. Das neue Catherine Webb Buch, Besuch aus ferner Zeit, im Diana Verlag erschienen, jetzt auch erst vor ein paar Wochen. Und ich habe sofort angefragt, weil ich gerne die Bücher von Catherine Webb lese. Die 2 davor habe ich mit Ruth und Eva auch bereits gemeinsam gelesen. Und das hier war jetzt auch wieder diese Leserunde, unser Book-Trio. Und wir haben, ohne uns groß um den Klappentext zu kümmern, uns alle 3 sofort auf dieses Buch gestürzt. Wir haben uns so gefreut, dass ein neues Buch von Catherine Webb rauskam. Ja, und das Buch hat mir wieder gut gefallen. Allerdings habe ich am Ende ein wenig doch rumzumeckern gehabt. Darum hat es 4 Sterne bekommen, aber immer noch ein sehr solides, gutes Buch. Catherine Webb hat hier wieder eine Geschichte auf 2 Zeitebenen geschrieben. Und zwar sind wir in der Heutezeit in Bristol unterwegs mit Liv. Liv muss in dem Laden ihres Vaters, er war Buchbinder und hat so kleine Pocket-Ausgaben von Büchern gebunden und hergestellt, muss sie aufräumen. Denn ihr Vater Martin ist vor ungefähr 6 Monaten spurlos verschwunden. Keiner weiß, was mit ihm passiert ist. Es gibt keinerlei Anhaltspunkte, wo er sein könnte, was aus ihm geworden ist. Und Liv muss das Leben ihres Vaters sortieren und entscheiden, was eben auch mit diesem Laden passieren soll. Und so reist sie nach Bristol und es kommt ihr auch ganz gelegen, dass sie ein wenig rauskommt aus ihrem eigenen Leben, denn sie ist nach einem schweren Schicksalsschlag sehr psychisch sehr, sehr angeschlagen und sie braucht eine Auszeit. Ja, und sie lernt dort mehrere Menschen kennen. Einmal eine Nachbarin, die Tanja heißt, die so einen tollen, sehr atmosphärisch beschriebenen
Yoga-Esoterik-Laden gegenüber hat. In den Christmas Steps, so heißt die Straße, in der dieser Buchladen war von ihrem Vater und auch der Laden von Tanja ist. Und Tanja ist eine sehr interessante Figur gewesen, eine tolle Nebendarstellerin, die ich sehr, sehr gerne mochte. Die versucht, Liv ein bisschen aufzufangen hier in dieser neuen Stadt, in dieser neuen Lebenssituation. Dann lernt Liv einen Mann kennen, der jeden Morgen in der Eingangstür ihres Ladens liegt und um Einlass bittet. Und das ist Adam. Und Adam fragt die ganze Zeit nach zwei Frauen, die er in diesem Laden vermutet. Und er tut auch so, als wäre dieser Laden ein Café und bestellt heiße Schokolade bei Liv. Ja, und was es mit Adam so auf sich hat, erfahren wir dann in der zweiten Zeitebene. Und zwar sind wir dort in Bristol 1831 und dort lernen wir Bethia kennen. Und Bethia ist eine Dame, gut situiert, die hoch geheiratet hat, die aus einfachen Verhältnissen aber stammt und immer im Hinterkopf Angst hat, gesellschaftlich wieder abzurutschen. Sie und ihr Mann unterstützen ein Armenhaus in Bristol und sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, eine ganz spezielle, bedürftige Frau namens Luisa wieder ins Leben, in die Gesellschaft zurückzubringen. Und sie nimmt sie auf in diesem Armenhaus und tut ihr oberflächlich gesehen nur Gutes. Aber sie hat so ihre ganz eigene Idee und auch vor allem Beweggründe, warum sie Luisa hilft. Ja, was sie nicht ahnt, ist, dass Luisa Dinge aus Bethias Vergangenheit weiß, die sie ans Tageslicht bringen könnte und somit den Absturz von Bethia ja einleiten könnte. Und wie diese zwei Zeitebenen zusammenhängen, das müsst ihr natürlich dann hier selber lesen. Ich fand einfach ganz, ganz toll, dass wir nach ungefähr zwei Dritteln dieses Buches eine weitere Erzählperspektive bekommen haben. Das hat Catherine Webb super geschickt gemacht, denn dadurch bekommt das vorher Geschehene nochmal einen ganz anderen Blickwinkel. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich fand auch, dass sie sehr fürsorglich mit der Liv in der Heutezeit umgegangen ist, hier literarisch, denn Liv steckt in wirklich keiner guten Verfassung und sie braucht unbedingt auch Hilfe. Und das erfährt sie durch mehrere Menschen, die es einfach in der Erzählung hier so gut mit ihr meinen und die ihr so wohlgesonnen sind. Und das hat mich wirklich berührt, dass man das Gefühl hat, dass es immer noch Menschen gibt, die sind für einen da, wenn es einem nicht gut geht. Und das hat Catherine Webb gut gemacht. Ich fand am Schluss, das war der einzige Kritikpunkt, dass sie nicht wie sonst alle Fäden in der Hand behalten hat und aufgeklärt hat. Sie hat ein paar lose Enden offen gelassen, die dann eben Raum für Interpretation bieten. Da hätte ich den einen oder anderen doch gerne zu Ende erzählt bekommen. Und das hat es mir so ein bisschen vermiest am Schluss. Darum ist es kein 5-Sterne-Buch geworden. Aber Catherine Webb ist immer eine sichere Bank, was Frauenromane auf zwei Zeitebenen angeht. Sie schafft es immer sehr gut in die Tiefe zu gehen. Die Figuren bleiben hier nicht an der Oberfläche, sondern man bekommt wirklich tiefe Einblicke. Und sie formuliert ihre Sätze sehr klug. Sie hat einen unheimlich angenehm lesbaren Schreibstil. Das ist wirklich ein sich hineinfallen lassen und durchführen lassen durch die Geschichte. Das kann sie sehr, sehr gut. Und darum auf jeden Fall wieder eine Empfehlung von mir. Catherine Webb ist für mich immer eine sichere Bank, was Familiengeschichten angeht. Und ich werde mir garantiert auch ihre nächsten Bücher genauso wieder anschauen wie dieses hier. Das war er, der Lesemonat Juni. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was eure Highlights oder auch Lowlights des Monats waren und ob ihr die Bücher, die ich gelesen habe, kennt oder ob ich euch eins jetzt schmackhaft machen konnte. Schreibt mir gerne. Ansonsten freue ich mich, wenn ihr wieder einschaltet beim nächsten Video. Und dann sage ich bis ganz bald. Frohes Lesen!